Ja, wir sind hier im beschaulichen Bohnsdorf im Südosten von Berlin. Genauer gesagt in der Bunzeltstraße. Und direkt hinter mir, dieses Grundstück, wo der schicke Bauzaun drumherum steht, soll neu bebaut werden. An sich nichts Besonderes. Aber in dieser eigentlich gut bürgerlichen Gegend, wo Ein- und Zweifamilienhäuser stehen, soll ein sogenanntes Boarding House gebaut werden. Ein Boarding House, eine Unterkunft mit Apartments, mit ein bisschen zusätzlichem Service, der da geboten wird, soll hier entstehen. Und zwar insgesamt mit 50 sogenannter Mikro-Apartments mit insgesamt 134 Betten und gleichzeitig noch einer Tiefgarage drunter mit 30 Autostellplätzen. Das ist ein Objekt, das hier völlig deplatziert ist, das hier überhaupt nicht hinpasst, das dafür Sorge tragen wird, dass hier noch viel mehr Verkehr entstehen wird. Es wird dafür sorgen, dass hier ständig wechselnde neue Bewohner in diesem Boardinghaus Einkehr halten werden. Und das Ganze stößt bei den Anwohnern auf wenig Gegenliebe. Auf der Homepage des Unternehmens steht, hier entsteht schon zum Ende 2020 dieses tolle Boardinghaus und angeblich Studentenapartments oder die als Studentenapartments genutzt werden sollen. Es gibt aber auch erste Gerüchte und Befürchtungen, dass dieses Objekt im Wesentlichen dazu genutzt werden wird, wie auch schon viele andere Objekte hier in Treptow-Köpenick, als Unterkunft für Flüchtlinge und Migranten. Und ja, bei einer Unterbringungszahl von 134 Personen ist natürlich gut nachvollziehbar, dass den Leuten hier so ein bisschen ja, das ganze Objekt sauer aufstößt und die Befürchtung groß ist, was wird tatsächlich kommen, wenn dieses Objekt hier gebaut wird. Ja, direkt angrenzend an dieses zu bebauende Grundstück da drüben steht übrigens das Gründungsgebäude der ABG Paradies. Das ist die älteste Wohnungsgenossenschaft in Berlin, die noch dazu ganz besonders ist, weil sie für jeden ihrer Mieter einen eigenen Garten zur Verfügung stellt. Dafür hat sie sogar eine Auszeichnung, ich glaube in 2017, von der UNESCO als besonders erhaltenswürdiges Gut bekommen. Und wie gesagt, dort drüben an dieses Gebäude, direkt dran angebaut an dieses Gebäude, soll eben dieser neue Boardinghouse-Klotz entstehen. Und wie gesagt, es passt hier überhaupt nicht hin. Es ist irrsinnig groß, was da geplant ist. Es wird ein Riesenverkehrsaufkommen verursachen. Ständig wechselnde neue Apartmentmieter. Und ja, das in dieser gut bürgerlichen Gegend hier ist das Objekt völlig deplatziert. Es passt hier einfach nicht hin.